Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nocarium, der dritten Folge. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Solltet ihr übrigens noch auf meinem Kanal sein, ja, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr euch die anderen Folgen hier zu Nocarium ansehen würdet. Jedenfalls sind wir hier stehen geblieben, haben das Rätsel da drüben gelöst und nun gehen wir hier rein. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert oder wie lang das Spiel noch ist, aber das werden wir im Laufe dieses Projektes immer noch erfahren, ne? Okay, hier sind wieder diese leuchtenden Kristalle. Hier gibt es eine Brücke. Und das Spiel speichert automatisch. Das gefällt mir gar nicht. Okay, ich gehe erstmal hier rüber. Okay, hier sehen wir wieder diese komische Spezies anscheinend. Was zum Teufel? Sind wir das selbst? Ne, das fasse ich auf jeden Fall noch nicht an. Ja, das werde ich erstmal schön bleiben lassen. Okay. Frank, can you hear me? Oh, thank God. Yes, I can hear you. Finally. It seems the effect of the mixture starts to wear off. Frank, heed me carefully. Time is running out, so I must be brief. Where exactly are you? Dr. Faust, is that you? I'm inside the caves below the base. Where are you? Listen. I cannot talk much. I know that you are having trouble remembering. But you must keep going. Use one of the submarines and follow the light. Do you hear me? Come on, please. Where are you? Damn it! The connection is lost. He said I have to keep going. Why? Where are they? Ich schätze mal, das werden wir noch herausfinden. Hier gibt es übrigens drei verschiedene Zettel und wieder eine dieser komischen Trophäen oder Statuen. Eine andere Taschenlampe. Ich werde es gleich durchlesen, ja. Ich gucke mir nur mal ganz kurz nochmal die Gegend an und dann werden wir mal weitersehen. Ich soll in eines der U-Boote tauchen. Da ist eines der U-Boote. Und ich soll den Lichtern folgen. Das machen wir dann auch. Bevor wir das allerdings tun, werde ich noch ein bisschen genauer mich hier umsehen. Denn es gibt hier relativ viel Zeug, was wir uns angucken können. Unter anderem die Zettel und diese Strukturen hier. Keine Ahnung, was sie bedeuten sollen. Ah. Eine kleine Version der gigantischen Statue, die ich vorhin gesehen habe. Sie wurde mit großer Sorgfalt aus einem mir unbekannten Material, nämlich Metall, hergestellt und scheint der großen Statue bis ins kleinste Detail zu entsprechen. Ah, ein Sammelgegenstand. Dann lesen wir uns mal erstmal die Zettel durch. Ne, wartet mal. Es gibt noch eine Sache, die ich vorab machen wollte. Und zwar, ihr wisst doch noch, dieser Spiegel auf der anderen Seite. Er scheint aus einer speziellen Flüssigkeit zu bestehen. Da möchte ich erstmal nochmal kurz hin. Und dann werden wir weitersehen. So rum. Aber bevor ich das mache, werde ich mal kurz speichern. Denn bevor irgendwas schief läuft, kann ich da nochmal weitermachen, ne?
Wow. For a moment, I thought my reflection in the mirror was about to talk to me. Ey, hier hätte jetzt ein Jumpscare gut reingepasst. Okay, also wir haben jetzt uns selbst gerade gesehen und es sah so aus, habt ihr ja gelesen und gehört, dass diese Reflexion mit ihm sprechen könnte oder würde. Sehr interessant. So, was lesen wir denn als erstes eigentlich? Was haben wir hier? Wow. Eine Axt, die wir ja schon aufgenommen haben. Was steht hier? Wir können vermutlich davon ausgehen, dass das Klima hier aufgrund der vulkanischen Aktivitäten in der Erdkruste feucht und gemäßigt ist. Aber können dies nicht mit Sicherheit bestimmen. Diese Theorie erklärt auf irgendeine Art und Weise die Beschaffenheit der kleinen verstreuten Fragmente aus Obsidian sowie die kryptische Steinwand, die nach Eintritt durch das runde Tor das erste ist, was man erblickt. Als Wissenschaftler können wir die meisten der Phänomene hier nicht vollständig begreifen. Die Erschaffer dieser uralten Höhlensystems haben keinerlei Hinweise hinterlassen, die auf ihre wahren Motive schließen lassen. Ich bin mir allerdings einer Sache sicher. Dieser Ort beherbergt etwas Fremdartiges. Wenn ich das Erdreich berühre, empfinde ich etwas Elementares. Etwas, das ich nicht in Worte fassen kann. Etwas, das mit großer Sicherheit noch kein Mensch zuvor erlebt hat. Okay. Nein. Wurden diese labyrinthartigen Höhlen zu irgendeinem Zeitpunkt überflutet oder wurden sie bereits unter Wasser angelegt? Das war das umstrittene Thema der Versammlung gestern Nacht. Das, was Dr. Faust mehrmals andeutete, als er aus einem in dunklen Leder gebundenen Buch zitierte, war im höchsten Maße furchteinflößend. Zumindest für diejenigen von uns, die zugrunde liegenden Beziehungen verstehen konnten. Aufgrund der gewaltigen Statuen der kunstvollen Mehire und ihre abgeschliffenen Felswände, die uns auf unseren Reisen begegneten, kamen wir zu dem Schluss, dass es sich bei diesem Komplex um eine religiöse Tempelanlage handeln könnte. Jedoch können wir uns nicht vorstellen, wie dieser Ort zu seinen Glanzzeiten ausgesehen haben könnte. Denn übrig geblieben sind lediglich bloße Ruinen und von Flora und Fauna der Unterwasserwelt fehlen jede Spur. Okay. Okay, was steht hier? Wir haben die Arbeiten an den U-Booten abgeschlossen und sind bereit, um die nächste Reise ins Unbekannte anzutreten und hoffentlich zu überstehen. Dieses Mal werden wir auf dem Weg außerdem Leuchten auslegen, um den nachfolgenden Expeditionen leichter zu machen. In Kürze werden sie alle Teilnehmer der primären Unterwassererkundungsmannschaft, die von Dr. James Barlow angeführt wird, zu ihrem nächsten Ziel aufmachen, das in der Nähe des mystischen Eingangs ins legendäre Jenseits zu liegen scheint, okay? Doch weiterhin frage ich mich, ob wir nach etwas suchen, das nicht existiert. Nach allem, was ich hier erlebt, gelesen und studiert habe, nach all den schlaflosen Nächten, in denen wir über die Naturgesetze diskutiert haben und wie wir sie brechen können oder was wohl jenseits der Schwelle liegen mag und wie wir einen Zustand erreichen können, mit mehr als unseren Augen zu sehen. Ich komme selbst nicht umhin zu glauben, dass diese Reise uns in die buchstäbliche Hölle führen könnte. Doch im Moment sollten wir auf wissenschaftliche Wege nach Antworten suchen von Dr. C. Blake. Okay, ich weiß gar nicht, ob wir schon eine Notiz 1 gefunden haben, aber ist auch egal. Sonst können wir nichts mitnehmen, ne? Okay, der ist kaputt. Da ist kein U-Boot und das ist das Einzige, was funktioniert.
Anscheinend kommen wir übrigens auch nicht mehr zurück. Die erste Erkundungsmission mit dem U-Boot gab Aufschluss darüber, was sich in den Unter... Wo ist ich überhaupt hin? Ich kann sinken. Geh zurück, zurück. Okay, das ist sau schwer. Ich habe das nämlich noch nicht weiter mir angeguckt. Ich soll eigentlich Lichtern folgen, ne? Für Lichter. Ah, was haben wir denn hier? Ah, hier sind Lichter. Ah, interessant. Noch weiter runter sollten wir nicht tauchen. Okay, da geht's nicht weiter. Sehr, sehr schwer. Sieht einfacher aus, als es in Wahrheit ist. Oh, ich muss nach oben, glaube ich, oder? Ich kann nur sinken, nicht weiter steigen. Okay, das ist komisch. Muss ich in eines dieser Dinger da rein? In diese Rohre? Nee, oder? Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, da komme ich gar nicht durch. Da ist weiteres Licht. Oh. Das war keine Absicht. Schneller. Thank you.
Okay, ich kann nur die Geschwindigkeit damit. Okay, das ist sau schwer. Da oben geht's weiter, oder? Bin ich da nicht reingekommen? Ich sehe hier nicht durch, Alter. Wisst ihr, das ist komisch gemacht. War nicht jetzt unbedingt schlecht, aber halt etwas sehr strange. Vor allem, weil ich nicht... What? Oh! Das auch reparieren. Das U-Boot? Nee, eigentlich nicht, ne? Alter. Strange. Okay, ich glaube, ich mache bis jetzt alles wieder richtig. No. Tada! Und es hat Boom gemacht. Ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade passiert ist, aber ich glaube, dieses Vieh, dieser Kraken oder was auch immer es darstellen sollte, hat uns erwischt. What? Locked. Oh, das ist eine Erinnerung, oder? Entschuldigt. Ich hab mich gerade verschluckt. Okay. Oh mein Gott, ist das gruselig. Okay. Was soll ich jetzt machen? The King of Yellow. Der gelbe König. It's stuck. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Du. Unaussprechliche Kulte. Okay. Ich habe einen Sammelgegenstand gerade aufgenommen.
Ich will den in der Mitte haben. Ah! Oh, ist das schwierig. Okay. Lieber Ivonis. Two days ago, Frank most probably could have reached the intended time period. Among all the Canarianoths, he is the most, how should I say it, gifted. But unfortunately, his heart ceased beating all of a sudden. This was most unfortunate, because when he came back, he doesn't remember anything specific. I believe there is no other way than increasing the intake dosage of the mixture. Very dangerous, but this seems the only way to raise the time limit and awareness in the sessions. Okay, das ist jetzt trotzdem sehr strange. Weil ich weiß jetzt trotzdem nicht, was die von mir wollen, ne? It's dark. Da haben wir nochmal Zettel. Oh ne, das ist mir jetzt zu viel. Ganz ehrlich. Macht kurz auf Pause. Liest euch das durch. Ich warte jetzt wieder ein paar Sekunden und ich lese das dann, wenn ich meine Aufnahme nochmal angucke. Okay, weiter geht's. Jetzt brauche ich nur noch einen Schlüssel. Dann verstehe ich nicht, wo ich diesen Schlüssel herkriegen soll. Oder ich muss da natürlich zurückkehren. Bekannte Pflanzen der Vorzeit. Ja, das ist schön. Ich bin jetzt völlig irritiert. Das ist noch gar nicht zusammengebaut. Bin jetzt verwirrt. Locked. Ist das selber jetzt nochmal oder nicht? Dann geht's auch gar nicht weiter. Locked. Ich kann auch das Ding nicht mehr benutzen. Ich bin verwirrt, Leute. Ich weiß nämlich nicht weiter jetzt. Verstehe ich nicht. Ich meine, was soll ich jetzt tun? Ich will diese Dose öffnen, das geht allerdings nicht, weil der Schlüssel fehlt. Und ich brauche eine Kombination. Aber hier ist ja nichts. Das macht mich jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung. Das verwirrt mich. It's locked.
Es gibt auch keinen Anhaltspunkt. Was ist das denn? Achso. Ich verstehe es nicht. Das habe ich doch schon gemacht. Was soll ich jetzt hier? Das ergibt doch keinen Sinn. Ich kann nicht schlafen, ich kann gar nichts. Locked. Ich bin irritiert ohne Ende, Alter. It's stuck. It's stuck. Ich weiß, dass es nicht geht. Ich kapiere es einfach nicht. Ich kann auch nichts weiter machen, ne? Also es geht halt nichts. Ey, wisst ihr, ich verstehe es einfach nicht. Keine Ahnung, was will das jetzt von mir, das Spiel? Ich kann hier nichts machen. Was willst du denn jetzt? Das wäre schön, wenn mir das Spiel jetzt mal sagen würde. Ich komme einfach nicht weiter jetzt. Ey, willst du mich verarschen oder was? Mann, ey, das ist so kacke. Ey, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht den geringsten Plan. Aber ich kriege hier gerade voll die Krise. Ich mach jetzt mal alle Türen zu. Was macht denn das denn? Ja, passiert nichts. Es muss doch... Es muss doch nun einen Hintergrund haben, warum das so ist. Oder etwa nicht. It's stuck. Ey, Alter, das Spiel will mich verarschen. Ich verstehe es nicht. Ich kapier's nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Was will das Spiel? Ah! Where am I? How did I get here? When? Okay, also anscheinend ist hier was sehr Merkwürdiges passiert. Wir waren ja im U-Boot oder was auch immer das war. Sind wir ertrunken? Das kann ja nicht sein.
Weil wir sind irgendwie da rausgekommen. Vielleicht sind wir um unser Leben geschwommen oder so. Da geht's nach oben. To other expedition parties. Is there anyone who can read me? One person is dead, and two others have been injured by the partial ice cave collapse. There is something here with us. Do not come through our expedition route. I repeat, do not come through our expedition route. Yes, I read you. This is Frank. For God's sake, what happened? And please, tell me where I can find you. Frank, do not stray from your path. We have come across something terrible. Do not come here through our expedition route, no matter what happens. It looks like this fiendish netherworld depends on some kind of energy. An energy that is stored in curious stoneworks similar to an obelisk with crystals on top. And they are able to clear away some of the strange plants. Dr. Faust? Dr. Faust? Oh, come on, not again! This is nonsense. I cannot understand what is going on. Also, ich habe auch nicht wirklich was verstanden. Weil ich meine, im ersten Moment hat er uns gesagt, wir sollen ihm folgen, und im anderen Moment meint er, nee, so jetzt nicht. This stonework seems weak. This wall seems weak. I think I can tear it down with some effort. Ah. I can see light coming through a crack in the wall. The other side is probably hollow. Brauche ich jetzt noch eine Axt? Okay, ich muss da durch. Jetzt kann ich durch. Ich habe ein Geheimnis entdeckt. Oh, was haben wir denn hier? Ein geheimer Gang, oder? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Ornament mit einer Gravur aus Metall in Sandstein, auf der ein Altar im Zentrum abgebildet wird. Nee, ein Alt. Meinen die ein Altar? Okay. Sehr interessant. Ich finde es auch schön, dass man sich alles Mögliche angucken kann. Okay. Sehr, sehr interessant. Okay, das sieht sehr komisch aus, das Wesen hier. Ich kann auch nach oben gehen. Okay. These ivy-like plants are blocking the way. Muss ich anscheinend einen Gegenstand finden, um die da rauszulocken. Sind beide dieselben Wege? Ja.
like something's missing here. Okay, es sieht aus, als ob hier ein Licht sich bündeln würde. Alter, das sehen aus wie zwei Augen, ne? Da hinten. Krass. Ich gehe mal hier lang, weil ich hier noch nicht lang gelaufen bin. Oh, was ist denn hier? Ein geheimer Weg. Oh mein Gott, hier sind mehrere Sarkophage. Ah, okay, höchstwahrscheinlich wird damit der Strahl oder irgendwas weitergeleitet. Ich brauche also dafür irgendeinen Gegenstand oder mehrere. Weil ich glaube nicht, dass wir das noch in dieser Folge schaffen. Da bin ich schon wieder. Ich habe einen Schreck vor meinem eigenen Spiegelbild im Spiegel bekommen. Ist aber lustig. As I predicted, a race, reptilian in physiology, lived inside these ruins after the original builders. The Elder Things left the area after some unknown cataclysmic event. Now lost in an archaic and lost chapter of Earth's history. This relief depicts some reptilian creatures treating an elder thing with reverence. And the other relief with four tall figures, I believe symbolizes empty vessels. Golems. We've seen the same vessel figures depicted as assuming different roles several times in most of the murals or reliefs we've come across so far. Ah, okay. Verstehe. Oder auch nicht. Also es gab ein ganz spezielles Ereignis und dadurch sind halt die Alten verschwunden und diese reptilienartigen Wesen ließen sich hier nieder, das habe ich schon verstanden. I can't move it. The ice on the track is obstructing the movement. Dafür brauche ich bestimmt auch die Axt, ne? It won't budge. Ach ja, da will er noch. Was ist? Aber jetzt, oder? I can't budge it. Jo! Interessant, dadurch fängt diese Technologie an zu leuchten. Oder was es darstellt. Okay, kann ich rausgucken eigentlich? I believe I'm on a place high enough for me to see a wide vista before me. But the snowstorm is completely covering the view. Okay, aber ich würde mal sagen, dadurch haben wir jetzt irgendwas gemacht. Wodurch eventuell jetzt hier Licht nach unten scheint? Oder etwa nicht? Mal gucken. Ja doch, die Steine leuchten. Da kann ich auch nicht durchgehen, ne?
Okay. Aha. Die Pflanzen sind verschwunden. Was haben wir hier? Ein Ornament habe ich gefunden. Interessant. Ich spiele jetzt 41 Minuten. Ich guck mal, ob ich das noch schaffe. Und wenn nicht, dann machen wir es halt beim nächsten Mal. Ich glaube, das muss da montiert werden, oder? Ja. Okay, da sind die dann langgelaufen. Gucken wir uns gleich an. Was passiert, wenn ich jetzt den Stein da wieder wegnehme? Okay, verstehe. Also er muss da stehen bleiben. So Leute, ich würde mal sagen, wir werden dann auch gleich die Folge beenden. Und hier sind sie langgelaufen. Die Vision verrät uns ja immer, wo wir wahrscheinlich langlaufen müssen. Oh, die Architektur ist der Wahnsinn. This stonework seems weak. Okay. Ist meine Axt noch in Ordnung? Ja. Haben wir uns jetzt sowas wie eine Abkürzung geschaffen? Oh mein Gott, was ist das denn? Eine Federmaske, die ich vom Kopf eines ewig ruhenden Skeletts genommen habe. Die verblassten Farben, die sich noch auf den mittlerweile erstarrten Federn erkennen lassen, schließen darauf, wie farbenprächtig sie einst gewesen sein muss. Alter, langsam wird's echt gruselig, das Spiel. Ja, nee, hier mache ich ganz bestimmt nichts. Es sieht nämlich aus, als ob ich denn hier fliehen müsste. Ich gehe nochmal zurück. Und dann ist gut. Hier geht es nämlich auch lang. Same set of symbols we've seen in strangely carved niches all around here matches with what is written in the oldest parchment. I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant. Okay.
symbol on this stone is illegible. Okay. I don't remember this symbol. Also ich schätze mal, das ist hier so eine Art Rätsel, oder? Das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Und hier scheint so eine Art Pilze aus dieser Struktur zu wachsen. Ja, Leute. Ich würde ja gerne weiterspielen, aber ich muss langsam auch mal ausmachen. Und es hat mich auf jeden Fall schon mal sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dann wieder einschalten würdet. Dann werden wir genau hier weiterspielen. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns zum nächsten Mal. Also bis dann und tschüss.